Herzlich willkommen im Seminar Semantik in der Germanistik der Heinrich-Heine-Universität. In der heutigen Sitzung geht es um das Thema Prädikation. Dabei verlassen wir endlich vielleicht den Bereich der lexikalischen Semantik und nähern uns der Semantik zusammengesetzter Ausdrücke. Und das hier ist die Basis, die Literaturbasis der heutigen Sitzung. Nähern wir uns also dem Thema Prädikation an. Der Ausdruck Prädikation kommt aus dem Lateinischen und besteht aus der lateinischen Präposition und Partikel prä oder auch prai, was meistens vor im zeitlichen oder räumlichen Sinn bedeutet, also vor etwas oder jemandem, und dem Verb dicere, sprechen, sagen, aussagen, behaupten. Wörtlich genommen ist eine Prädikation deshalb eigentlich eine öffentliche Aussage oder Behauptung. Wenn wir hier davon sprechen, dass etwas etwas prädiziert, heißt das so viel wie etwas sagt etwas über etwas anderes aus, macht eine Aussage über etwas. Obwohl das ein umfassendes Thema ist, tatsächlich machen wir ja ständig Aussagen über etwas, wenn wir sprechen, war doch bisher etwas anderes unser Thema. Unsere Frage in der lexikalischen Semantik ist bisher eher gewesen, für welchen Begriff, welche Merkmale oder welches Konzept ein Wort oder Lexem steht. Oder auch, was ruft ein Einzelausdruck in uns hervor? Wir haben also uns bisher vorwiegend mit der Inhaltsseite des Zeichens beschäftigt. Die Frage, die bei der Prädikation im Vordergrund steht, ist, worüber ein Prädikatsausdruck etwas aussagt. Oder anders, was prädiziert ein Ausdruck über seinen oder seine Referenten? Bei der Prädikation sind also immer alle Seiten des Zeichendreiecks beteiligt. Indem wir auch fragen, worüber ein zusammengesetzter Ausdruck etwas aussagt, was also ein zusammengesetzter Ausdruck über seine Referenten prädiziert, nähern wir uns auch der Bedeutungskomposition, also der Frage, wie Einzelbedeutungen zusammengesetzt werden. Nehmen wir zur Illustration diesen Beispielsatz hier von Sebastian Löbner. Klaus aß den Salat mit einer roten Gabel. Dieser Satz hat 5 Wörter von der Art, mit der wir uns bisher beschäftigt haben. Klaus aß Salat, roten und Gabel. Jedes dieser Wörter könnten wir begriffssemantisch, merkmalssemantisch, prototypensemantisch oder frame-semantisch analysieren. Ich möchte das jetzt nicht tun, sondern nur andeuten. In der frame-semantischen Analyse würden wir zufällig wieder unseren Nahrungsaufnahme-Frame finden, der durch die lexikalische Einheit Essen evoziert wird, und wir finden in unserem Beispielsatz auch die Frame-Elemente, die von diesem Frame vorgesehen sind. In einer prototypensemantischen Analyse hätten wir es bei Salat mit besseren oder schlechteren Beispielen von Salat zu tun. Wir denken dabei wohl eher an einen Blattsalat als an einen Tomatensalat. Ähnlich bei Rot, dabei denken wir höchstwahrscheinlich an ein fokales Rot. Zu Gabel könnten wir eine merkmalssemantische Analyse vornehmen mit notwendigen und hinreichenden Bedingungen. Schauen wir uns erstmal die grammatische Struktur des Satzes an. Diese Wörter, die wir bisher immer analysiert haben und die hier gelb gefärbt sind, sind Inhaltswörter oder Autosemantika. Sie haben relativ konkrete Bedeutungen. Sie bedeuten von sich selbst aus Auto etwas.
Die übrigen Wörter sind dagegen Funktionswörter und Synsemantika. Sie haben eher abstrakte Bedeutungen und konkretisieren die Bedeutungen der Inhaltswörter oder setzen sie zueinander in Beziehung. Hier habe ich die einzelnen Ausdrücke einmal grammatisch annotiert. Klaus ist ein Eigenname, also ein Nomen proprium. Es hat nur einen bestimmten Referenten, nämlich die Person Klaus. Salat und Gabel sind dagegen appellative Nomen, die ganze Gattungen bezeichnen. Klaus und Aas kongruieren in Person und Numerus. Den und Salat kongruieren in Numerus, Genus und Kasus. Einer, Roten und Gabel kongruieren ebenfalls in Numerus, Genus und Kasus. Und durch ihre Kongruenz und durch weitere syntaktische Eigenschaften bilden diese Ausdrücke jeweils Nominalphrasen. Der Kasus der NP, einer roten Gabel, wird von mit festgelegt. Außerdem ist die NP von mit gefordert und zusammen mit verschiebbar. Es handelt sich dabei also um eine Präpositionalphrase. Aas legt den Kasus der NP den Salat fest und die PP ist ebenfalls vom Verb aß abhängig. Das Verb und die von ihm abhängigen Teile bilden die VP, die Verbalphrase. Wenn wir die NP Klaus hinzunehmen, haben wir den Satz. Durch die Kongruenz mit dem Verb in Person und Numerus sowie durch seinen Kasus Nominativ ist Klaus das Subjekt. Den Salat ist das direkte oder Akkusativobjekt und mit einer roten Gabel ist eine adverbiale Bestimmung. Schauen wir uns also vor dem Hintergrund dieser grammatischen Struktur der Äußerung das Thema Prädikation an. Jede unserer NPs hier referiert auf einen Gegenstand in der außersprachlichen Wirklichkeit. Klaus auf den Referenten K, den Salat auf den Referenten S und einer roten Gabel auf den Referenten G. Und sie sagen auch etwas über diese Referenten aus. Dazu gleich mehr. Eine wichtige Bedingung dafür, dass die NPs referieren, ist, dass der Satz auch in einer konkreten Situation geäußert wird. Ganz wichtiger Punkt, Referenz ist eine Eigenschaft von Ausdrücken nur in der Äußerungsbedeutung. In ihrer bloßen Ausdrucksbedeutung bedeuten die Ausdrücke Klaus, den Salat und eine rote Gabel zwar auch etwas, aber sie referieren auf nichts Bestimmtes, beziehungsweise könnte auch sagen, niemand referiert in dem Fall mit ihnen auf irgendetwas. Referenz kommt nur zustande, wenn jemand mit seinen Ausdrücken in einer Situation etwas meint. Setzen wir diese Äußerungssituation jetzt voraus, dann können wir sagen, der Ausdruck Salat bedeutet Salat. Dort können Sie nun irgendetwas einsetzen, was im Sinne der Bedeutungstheorien ist, die wir bisher besprochen haben. Merkmale, Begriffe, Konzepte und so weiter. Die Bedeutung bezieht sich dann auf einen Referenten in der Wirklichkeit. Wir hatten ihn S genannt. Wir können auch sagen, der Ausdruck Salat prädiziert über S, dass es sich bei S um Salat handelt. Etwas redundanter können wir auch sagen, der Prädikatsausdruck Salat prädiziert über den Referenten S, das Prädikat ist ein Salat. Das Prädikat ist also die Bedeutung Salat oder ist ein Salat und der Prädikationsbereich dieses Prädikats ist sein eines Argument, das, worüber es prädiziert wird.
Auch die Prädikation kommt erst auf der Ebene der Äußerung zustande, weil über die Referenten eines Satzes prädiziert wird. Erst dann kann man über die Prädikation sagen, sie sei zutreffend oder nicht zutreffend. Dass es sich bei es also wirklich um Salat handelt oder nicht. Und das können wir jetzt auch mit den anderen Ausdrücken machen. Also Klaus links, die Gabel in der Mitte und Rot rechts. Der Ausdruck roten in mit einer roten Gabel prädiziert rot sein, aber nicht über sein Argument, seinen Referenten R, sondern über den Referenten G, über den auch prädiziert wird, dass es sich bei ihm um eine Gabel handelt. Denn der Ausdruck einer roten Gabel sagt nichts über etwas, das rot ist, und etwas anderes, das eine Gabel ist, sondern etwas über etwas, das eine Gabel ist, und zwar eine rote. Rote hat also keinen eigenen Referenten, sondern leiht sich den Referenten von einem anderen Ausdruck. Die Prädikate, denen attributive Adjektive entsprechen, sind sozusagen Parasiten, die sich die Argumente von anderen Prädikaten als Wirte besorgen. Schauen wir jetzt auf aas, denn mit aas wird auch etwas prädiziert. Aber was ist das? Aas bedeutet Essen oder das, was die Bedeutungstheorien da ansetzen. Um Essen denken und uns vorstellen zu können, müssen wir aber auch jemanden denken und uns vorstellen, der isst, etwas, das gegessen wird und, zumindest für unser Beispiel hier, auch etwas, mit dem gegessen wird. Es gibt also drei Argumentstellen im Prädikat Essen, die in einer Äußerungssituation von Referenten besetzt werden müssen. In unserem Beispielsatz sind die drei Argumente, die drei Referenten in der außersprachlichen Wirklichkeit, Klaus, der Salat und eine rote Gabel. Die gestrichelten Linien verlaufen hier von referierenden NPs zu ihren Referenten. Und die gelben Pfeile verlaufen von prädizierenden Ausdrücken zu ihren Argumenten. Sie sehen hier, dass das finite Verb aas hier auf nichts referiert. Wir werden darauf zurückkommen. Im Falle des Verbs haben wir hier also ein Verb als Prädikatausdruck. Das Prädikat ist Essen und zu dem Prädikat gehören Argumentbeschreibungen. Das Argument selbst oder die Argumente selbst sind dann aber Elemente der außersprachlichen Wirklichkeit, auf die die Argumentbeschreibungen dann bezogen werden. Stellen wir uns kurz vor, wir hätten keine konkrete Äußerungssituation, dann hätten wir auch nichts, auf das wir die bloßen Ausdrucksbedeutungen beziehen könnten. Das Prädikat Essen hätte dann keine Argumente, also nicht K, S und G, sondern bloß offene Argumentstellen, die aber nicht oder noch nicht besetzt sind, weil es keine Äußerungssituation gibt, in der die Argumentstellen von Referenten besetzt werden könnten. Auf der semantischen oder Inhaltsebene haben wir es also hier links mit Prädikaten und Argumenten zu tun. Auf der Ausdrucksseite entsprechen dem Prädikatsausdrücke bzw. Argumentausdrücke. Hier ist der Prädikatsausdruck ein Verb. Die Argumentausdrücke nennt man auch Komplemente. Einem einfachen Nomen wie Salat entspricht auf semantischer Seite ein Prädikat Salat, das in einer Äußerungssituation ein einziges Argument hat, nämlich den Gegenstand, über den prädiziert wird, dass es sich bei ihm um Salat handelt. Man nennt solche Argumente referenzielle Argumente. Auf der Ausdrucksseite äußert sich das nur im Ausdruck Salat. Hier ist noch einmal zusammengestellt, über welche Referenten die einzelnen Wörter
welche Prädikate prädizieren. Klaus prädiziert beispielsweise über K das Prädikat heißt Klaus und Salat prädiziert über den Gegenstand S, dass es sich dabei um einen Salat handelt. Aas prädiziert über K, S und G, dass ein Esser K ein gegessenes S mit dem Essgerät G isst und so weiter. Wir sehen, dass die Prädikate der Ausdrücke Klaus, Salat, Roten und Gabel jeweils einstellige Prädikate sind. Prädikate also, die nur ein Argument haben. Das Prädikat hinter Aas ist dagegen ein dreistelliges. Es prädiziert über die Referenten von Klaus, Salat und Gabel bzw. Roten Gabel. Damit sehen wir auch, dass das Verb als Prädikatausdruck so etwas wie das semantische Zentrum eines Satzes bildet, weil es die Bedeutungen und Referenten der referierenden Ausdrücke zusammenbindet. Wir können auch von den Referenten her aufführen, welche Ausdrücke, welche Prädikate über sie prädizieren. Über den Referenten K prädiziert der Ausdruck Klaus, dass er Klaus heißt, und der Ausdruck Aas, dass er ein Esser ist, und so weiter. Über den Referenten G prädizieren drei Ausdrücke, nämlich Gabel, Roten und Aas, nämlich dass es sich bei G um eine Gabel handelt, dass es sich um etwas Rotes handelt und dass es sich um ein Essgerät handelt. Hier nochmal eine Merkfolie, auf der vieles von dem Gesagten zusammengefasst ist. Verben sind als prädizierende Ausdrücke also besonders wichtig, weil ihr Prädikat und dessen Argumentstellen die Bedeutung eines Großteils des Satzes bündeln. Deshalb möchte ich sie nur noch etwas eingehender beleuchten. Wir können Verben nach ihrer Stelligkeit unterscheiden, also dahingehend, wie viele Argumentstellen sie haben. Einstellige Verben, die syntaktisch auch nur mit einem Komplement realisiert werden, das meistens das Subjekt ist, nennt man intransitive Verben. Beispiele sind schlafen, schmelzen oder sich öffnen. Zweistellige Verben sind solche, die mit einem Subjekt und einem direkten Objekt auftreten. Sie heißen transitiv. Beispiele sind essen, sagen und öffnen in der entsprechenden Lesart. Dreistellige oder ditransitive Verben sind dann solche, in denen noch ein indirektes Objekt hinzukommt, wie zum Beispiel zeigen, jemandem vorstellen und jemandem etwas entziehen. Daneben gibt es aber auch zwei- und dreistellige Verben, die nicht als transitiv oder ditransitiv gelten, weil sie Komplemente haben, die nicht direkte oder indirekte Objekte sind, sondern präpositional eingeleitet sind oder die satzwertig sind. Man sollte beachten, dass es in der Theorie nie Einigkeit gegeben hat, wie man die Stelligkeit von Verben definitiv bestimmen soll. Daher sind alle Angaben hier mit Vorsicht zu genießen. Aber Sie wissen jetzt, worüber gesprochen wird, wenn von Stelligkeit und Transitivität gesprochen wird. Es gibt auch den Fall, dass ein Prädikat mehr Argumentstellen hat, als syntaktisch realisiert sind. Ein Beispiel sind Imperativsätze. Das Prädikat trink hat zwei Argumentstellen für ein Trinkerargument und ein getrunkenes Argument. In Imperativsätzen kann aber die zweite Person regulär unausgedrückt bleiben, also die zweite Person in diesem Falle für einen Trinker.
In vielen Sprachen können auch Pronomen regulär weggelassen werden. Das nennt man pro drop. Ein Beispiel ist Italienisch, in dem man sagen kann: hai bevuto il bicchiere, wörtlich: hast das Glas ausgetrunken. Vorhin haben wir gesagt, dass zwar Nomen als Dingausdrücke referieren, dass aber A's oder Roten nicht referieren. Roten ist semantisch parasitär, weil es sich beim Referenten seines Kopfnomens bedient. Wie ist es aber mit A's? Referiert es wirklich nicht? Wir hatten das Prädikat Essen mit zwei bzw. drei Argumenten notiert. Einem als Esser, einem als Gegessenes und eines, das eigentlich nicht denknotwendig ist, als Essgerät. Die Frage ist nun, ob das Essereignis selbst nicht auch als Referent des Prädikats Essen angesehen werden kann oder muss. Bei Prädikaten von Nomen wie Salat hatten wir ein referenzielles Argument angesetzt, eben derjenige Referent, über den prädiziert wird, dass es sich bei ihm um Salat handelt. Im Falle des Prädikats Essen hatten wir kein referenzielles Argument angenommen. Viele Semantiker nehmen nun aber auch für Ereignisprädikate ein referenzielles Argument an, nämlich genau eines für das Ereignis, über das es prädiziert wird. Unter den Argumenten von S würde sich nun zusätzlich auch dieses Ereignisargument finden, das ich hier als E notiere. Ein Grund, so etwas anzunehmen, besteht zum Beispiel darin, dass in A's beispielsweise auch Tempusinformationen kodiert sind. Das S-Ereignis findet relativ zum Äußerungszeitpunkt in der Vergangenheit statt. Und zwar wirklich das Ereignis des Essens, nicht etwa Klaus, nicht der Salat, nicht die Gabel. Präteritum ist sozusagen auch ein Prädikat in diesem Satz und sein Argument ist das Ereignis. Ähnlich bei solchen Adverbien wie gemächlich. Worüber prädiziert gemächlich in Klaus aß gemächlich den Salat? Ebenfalls über das Ereignis. Außerdem kann man aß auch nominalisieren, das gestrige Essen des Salats und so weiter und so fort. Mit einem Ereignisargument können wir das Nomen Essen semantisch analog zu anderen Nomen beschreiben, nämlich mit einem referenziellen Argument. Ein solches referenzielles Argument wird allerdings nicht für alle Verben angenommen, sondern nur für Vollverben. Bei Modalverben könnte man viel eher überlegen, ob sie als Prädikate zu behandeln sind, die referenzielle Argumente von Vollverben als Argumente haben. Im Folgenden werden wir die Ereignisargumente von Ereignisprädikaten nicht brauchen und deswegen auch wieder weglassen. Ich zeige nun eine präzise und eindeutige Schreibweise, um solche Prädikationsstrukturen von Äußerungen wie der von eben von natürlichen Sprachen zu beschreiben. Prädikate haben wir nun schon gesehen. Wir notieren sie in Großbuchstaben. Das ist handschriftlich besser umzusetzen als Fettdruck, mit dem man Prädikate ebenfalls notieren könnte. Die Prädikate haben natürlich verschiedene Stelligkeiten. Neffe ist hier zweistellig, obwohl es ein Nomen ist, das für einen individuierten Gegenstand steht. Aber es ist auch ein inhärent relationales Nomen. Das heißt, prädiziert nicht nur über den Gegenstand, der Neffe ist, sondern auch über einen Gegenstand, der Onkel oder Tante ist. Diese Relationalität von Neffe ist dem Ausdruck sozusagen eingeschrieben. Unter den Argumenten unterscheidet man zwischen Individuenkonstanten und Individuenvariablen.
Individuen Konstanten sind Argumente wie von Eigennamen oder Pronomen, die eindeutig spezifizierbare Referenten haben. Für sie können wir als Symbole sprechende Symbole nehmen, wie das K für den Gegenstand Klaus oder 1SG für ich, also erste Singular. Individuenvariablen sind unspezifizierte oder noch unspezifizierte Argumente von Prädikaten. Sie notiert man mit den Variablen, die auch aus der Mathematik und Logik bekannt sind, x, y, z und so weiter. So können wir Aspekte der Ausdrucksbedeutung von Prädikaten notieren, das heißt, bevor diese Prädikate in konkreten Äußerungssituationen über konkrete Referenten prädiziert werden. Auf der rechten Seite sehen wir Paraphrasen dieser Ausdrucksbedeutung. Hier sind jetzt manche der Argumentstellen schon mit Argumenten besetzt, der Rest ist noch unspezifiziert. Wenn wir nun die Prädikation beschreiben möchten, die mit einem vollständigen Satz getätigt werden, reicht ein Prädikat und seine Argumente noch nicht. Nehmen wir wieder Klaus aß den Salat mit einer roten Gabel, dann ist ja es mit nicht das einzige Prädikat in diesem Satz. Wir haben ja gesehen, dass Klaus Salat, Roten und Gabel ebenfalls prädizieren. Der Satz prädiziert also mehreres gleichzeitig, nämlich unter anderem, dass ein Ereignis des Essens mit stattfindet, dass es in der Vergangenheit stattfand, dass Klaus der Esser ist, dass das Gegessene der Salat ist, dass es sich beim Essgerät um eine Gabel handelt und dass es sich bei dieser Gabel um eine rote handelt. Diese Prädikationen werden in der Formel durch ein logisches Und verknüpft. Damit sind nicht alle Bedeutungsaspekte erfasst, sondern vor allem die, die sich aus den Inhaltswörtern ergeben. Die Zuteilung der thematischen Rollen an die Argumente habe ich in Klammern gesetzt, weil man sie auch als durch das Prädikat und die Anordnung seiner Argumente impliziert ansehen kann. Ignoriert haben wir den Bedeutungsbeitrag der Synsemantika. Diese ganze Formel, die, so wollen wir jetzt mal voraussetzen, alle Prädikationen enthält, die mit einem Satz über eine Referenzsituation getätigt wird, heißt Proposition. Im Zeichendreieck können wir das nun so fassen. Achten Sie auf die rechte Seite. Wenn die Proposition oben auf die Referenzsituation zutrifft, können wir auch sagen, dass die Äußerung wahr ist. Wenn sie nicht zutrifft, können wir sagen, sie sei falsch. So kommen nun also über die Prädikation Wahrheit und Falschheit ins Spiel der Semantik mit rein. Wir vertiefen jetzt die Prädikation noch ein bisschen weiter, die Prädikationen, die mit verbalen Prädikatsausdrücken verbunden sind, und dabei werden wir auf thematische Rollen und das sogenannte Linking eingehen. Thematische Rollen sind auch als semantische oder als Theta-Rollen bekannt. Wir können jetzt die wichtigsten Prädikationen beschreiben, die mit einem Satz in einem Äußerungskontext getätigt werden. Jetzt geht es aber darum, wie die Prädikat-Argumentstrukturen mit den grammatischen Strukturen zusammenhängen, die sie ausdrücken. Schauen wir uns einige Prädikat-Argumentstrukturen von verbalen Prädikatsausdrücken an. Sie sehen hier die Argumentstrukturen von Essen, Backen und Geben. Essen hat einen Esser und ein Gegessenes als Argumente, die als Subjekt und als direktes Objekt realisiert werden. Ein Esser ist das Gegessene. Backen hat als Argumente einen Bäcker, einen optionalen Nutznießer des Backens und ein Gebackenes. Sie werden als Subjekt, indirektes Objekt und direktes Objekt realisiert. Und bei Geben ganz ähnlich. Geber und Gegebenes als Subjekt und direktes Objekt, der Gebenempfänger als indirektes Objekt.
Schauen wir uns Wohnen und Extrahieren an. Wohnen hat einen Wohner und einen Wohnort als Argumente, die als Subjekt und Präpositionalobjekt realisiert werden. Extrahieren hat als Argumente einen Extrahierer, ein Extrahiertes und eine Extraktionsquelle, die als Subjekt, direktes Objekt und Präpositionalobjekt realisiert werden. Und zuletzt schauen wir auf Öffnen. Intransitiv gebraucht ist Öffnen einstellig mit dem Geöffneten als einzigem Argument, das als Subjekt realisiert wird. Transitiv gebraucht sind die Argumente ein Öffnungsmittel und das Geöffnete. Das Geöffnete ist jetzt aber nicht mehr Subjekt, sondern direktes Objekt und das Öffnungsmittel ist Subjekt, also der Schlüssel öffnet die Tür. Und mit drei Argumenten haben wir einen Öffner, das Öffnungsmittel und das Geöffnete. Jetzt wird aber nicht mehr das Öffnungsmittel Subjekt, sondern der Öffner. Das Geöffnete bleibt direktes Objekt, das Öffnungsmittel wird jetzt Präpositionalobjekt. Peter öffnet die Tür mit einem Schlüssel. Können wir aus diesen Realisierungsmustern von Prädikat-Argumentstrukturen etwas lernen? Wir können Verallgemeinerungen daraus ableiten, so etwa Regeln, auf denen das Linking basiert, über den Daumen gepeilt. Was war nochmal Linking? Es geht darum, ob semantische Prädikat-Argumentstrukturen irgendwie regelhaft mit bestimmten grammatischen Strukturen realisiert werden. Die Verallgemeinerungen, die wir auf Basis der vorangegangenen Beispiele anstellen können, legen nahe, dass das tatsächlich so ist. Wir können über den Daumen gepeilt verallgemeinern, wenn ein Argument ein Verber ist, also esser, geber, bäcker, dann wird es zum Subjekt eines Aktivsatzes. Und wenn ein Argument ein gewerbtes ist, also ein gebackenes, gegessenes und so weiter, dann wird es direktes Objekt eines Aktivsatzes, wenn ein anderes Argument schon verber ist. Oder es wird Subjekt eines Aktivsatzes, wenn es das einzige Argument ist. Und wenn ein Argument ein Verbmittel ist, also ein Instrument, um etwas zu tun, das durch das Verb beschrieben wird, dann wird es eine Präpositionalphrase mit in einem Aktivsatz, wenn ein anderes Argument schon Verber ist, und es wird Subjekt eines Aktivsatzes, wenn es das einzige Argument ist. Und wenn ein Argument ein Verbempfänger oder Nutznießer ist, also derjenige, für den etwas gebacken wird oder dem etwas gebacken wird, dem etwas gegeben wird und so weiter, dann wird es eine Dativ-NP eines Aktivsatzes, wenn ein anderes Argument schon Verber ist. Und wenn ein Argument ein Verbort ist, ein Verbziel oder ein Ursprungsort eines Vorgangs, der durch ein Verb beschrieben wird, dann wird es eine lokale oder direktionale Präpositionalphrase eines Aktivsatzes, wenn ein anderes Argument Verber ist. Nun können wir das, was wir eben als Verber, Gewerbtes und so weiter bezeichnet haben, auch verallgemeinern. Denn diese Argumente haben jeweils semantische Gemeinsamkeiten. Die Verber sind Agensargumente, also Gegenstände im weitesten Sinne, deren Prädikate von ihnen verlangen, dass sie etwas verursachen oder dass sie willentlich handeln. Die Hilfsgeräte sind Instrumente. Lebewesen, die etwas kognitiv, sinnlich oder emotional erfahren oder durchlaufen, sind Experiencer. Empfänger oder Nutznießer, die
hatten wir eben auch schon, bei dem, dem etwas gebacken wird oder der, der etwas gezeigt wird. Das sind Rezipienten. Und das Gegessene, Gebackene, Gedachte, Gefürchtete und so weiter, das sind alles Thema- oder Patiensargumente. Und die Quellorte, Ziele und Ereignisorte als Argumente sind einfach Quellen, Ziele und Orte. Diese verallgemeinerten Argumentrollen von Prädikaten werden jetzt auch thematische, semantische oder Thetarollen genannt. Ich sage es aber auch gleich dazu, auch hier hat man sich nie einigen können, welche Rollen es alle gibt und wie sie zu definieren sind. Diese Rollen hier werden aber meistens angenommen. Oft werden diese Rollen auch in einer Hierarchie angeordnet, sodass das Agens die höchste Rolle ist. Aber warum sollte man das tun? Nun, weil eine solche Hierarchie beispielsweise implizit bei den Verallgemeinerungen sind, die wir eben über die grammatische Realisierung von Prädikat-Argument-Strukturen gesehen haben. Das lässt sich hier am Beispiel von Öffnen zeigen. Wir haben gesehen, wenn das einzige Argument von Öffnen ein Thema ist, dann wird das Thema Subjekt. Wenn ein Instrument in der Argumentstruktur von Öffnen drin ist, dann wird das Instrument das Subjekt. Und wenn ein Agens in der Argumentstruktur drin ist, dann wird das Agens das Subjekt eines Aktivsatzes. Wir sehen also Folgendes. Welche semantische Rolle ein Argument eines Prädikates hat und welche anderen Argumente dieses Prädikat aufweist, steht in einem nicht zufälligen Zusammenhang dazu, wie dieses Argument grammatisch realisiert wird. Und die thematischen Rollen sind hilfreich dabei zu explizieren, wie dieser nicht zufällige Zusammenhang genau aussieht. Ein weiteres Beispiel ist der Zusammenhang von aktiv und passiv. Den kann man auch unter Bezug auf thematische Rollen beschreiben. Beim aktiv wird das Argument des Prädikats, das höher in der Hierarchie der thematischen Rollen rangiert, Subjekt, das niedrigere wird nicht Subjekt. Im Passiv wird das Argument, das niedriger in der Hierarchie der thematischen Rollen rangiert, Subjekt, die höhere Rolle wird nicht oder durch eine Präpositionalphrase mit von oder durch realisiert. Es gibt hier also eine Überkreuzstruktur zwischen der syntaktischen Realisierung und den thematischen Rollen zwischen aktiv und passiv. Das Linking zwischen Prädikat-Argumentstrukturen und Verb-Komplementstrukturen ist natürlich bidirektional, das heißt, das geht in beide Richtungen. Die eine Richtung haben wir eben gerade betrachtet. Sie betrifft die Regelhaftigkeit darin, wie Prädikat-Argumentstrukturen grammatisch realisiert werden. Die andere Richtung betrifft die Frage, wie aus grammatischen Strukturen Prädikat-Argumentstrukturen identifizierbar werden. Oder mit anderen Worten, wie es uns als SprachbenutzerInnen gelingt, zu identifizieren, welche Prädikationen mit einem Satz tatsächlich vorgenommen werden. Das ist nicht trivial, wenn wir uns das folgende Beispiel ansehen. Der Satz sei folgender: Das ist unmöglich, weil Sie die Frauen gesehen haben. Wir haben ein Verb gesehen mit zwei Komplementen, sie und die Frauen, von denen eines das Subjekt und eines das direkte Objekt ist. Welche Prädikationen werden hier vorgenommen? Es gibt zwei NPs mit referenziellen Argumenten und einen verbalen Prädikationsausdruck mit zwei Argumenten, einem Seher und einem Gesehenen, also einen Experiencer und ein Thema. Aber welches Komplement entspricht denn jetzt dem Experiencer und welches dem Thema? Das Pronomen kann der Experiencer sein, die Frauen das Thema. Es könnte aber auch genau umgekehrt sein.
Die Frauen könnten Experiencer sein und die Referenten des Pronomens Thema. Und warum? Nun, weil beide Ausdrücke morphologisch sowohl Nominativ als auch Akkusativ ausdrücken können und mit dem Verb in Person und Numerus kongruieren. Beide sind also potenziell das Subjekt und beide sind potenziell das direkte Objekt. Anders gesagt, dieser Satz ist ambig. Wir können deswegen keine Prädikatargument oder wir können deswegen die richtige Prädikatargumentstruktur nicht zuverlässig identifizieren. Welche grammatischen Mittel stellt die deutsche Grammatik denn bereit, damit Prädikatargumentstrukturen eindeutig aus der grammatischen Struktur eines Satzes hervorgehen? Da ist zum einen der Kasus. Ersetzen wir das Verb gesehen durch gefallen. Es fordert von seinem Argument, es fordert von seinem Komplement einen Dativ, weil sie den Frauen gefallen haben. Der Dativ ist nicht verwechselbar mit dem Nominativ. Das Subjekt kann also eindeutig identifiziert werden und damit auch, welches Komplement den Experiencer und welches das Thema ausdrückt. Die Frauen müssen hier der Experiencer sein. Das andere grammatische Mittel, das Prädikat-Argument-Strukturen zuverlässig identifizierbar macht, ist die Kongruenz zwischen Subjekt und finitem Verb. Wir setzen wieder gesehen ein, setzen das finite Verb aber in den Singular, weil sie die Frauen gesehen hat. Morphologisch sind die beiden NPs wieder ununterscheidbar. Sie können beide wieder Subjekt und beide wieder Objekt sein. Aber das Verb ist Singular und da das Subjekt mit dem Verb in Person und Numerus kongruieren muss, muss das Subjekt auch Singular sein. Die Frauen kann nicht Singular sein, sie aber schon. Und deshalb macht die Kongruenz hier klar, dass sie das Subjekt sein muss und deswegen auch das Experiencer-Argument des Prädikats sehen. Auch wenn Sie es in der Literatur anders lesen werden, die Wortstellung liefert aufs Ganze der deutschen Sprache gesehen zwar wahrscheinliche Prädikat-Argument-Strukturen, sie zeigt sie aber nicht zuverlässig an. Ob es nun lautet, Kylie Jenner gefällt Douglas oder Douglas gefällt Kylie Jenner, wir wissen ohne weitere Informationen nicht, wer hier wem gefällt. Und auch die Prosodie, das heißt so etwas wie Sprechpausen und Betonungen über die Äußerung hinweg, können die Ambiguität nicht zufällig verhindern. Auch das wird in der Literatur hin und wieder falsch dargestellt, auch bei Loebner. Wenn Sie die erste NP betonen, Kylie Jenner gefällt Douglas, muss Kylie Jenner nicht als Subjekt verstanden werden. Sie kann immer noch sowohl Subjekt als auch Objekt sein. Stellen Sie sich vor, Sie hätten gehört, dass entweder Lothar Matthäus oder Kylie Jenner Gefallen an Douglas gefunden hat. Ich kläre Sie auf. Nicht Lothar Matthäus gefällt Douglas, Kylie Jenner gefällt Douglas. Hier ist Kylie Jenner betont, aber Objekt. Widmen wir uns noch dem Thema der Selektionsbeschränkungen. Schauen wir uns noch etwas genauer an, wie solche Ambiguitäten zustande kommen. Mit einem Satz können zwei verschiedene Prädikat-Argument-Strukturen assoziiert sein. Also mit unserem Beispielsatz von eben, beispielsweise Kylie Jenner gefällt Douglas. Das hängt daran, dass beide NP-Referenten morphologisch mehrdeutig sind, aber gleichzeitig auch daran, dass sie semantisch als Experiencer und als Thema in Frage kommen. Douglas wird hier aber metonymisch gebraucht. Douglas ist ein Unternehmen, wir verstehen aber, dass Repräsentanten des Unternehmens gemeint sind. Stünde da jetzt nicht Kylie Jenner gefällt Douglas, sondern Kylie Jenner gefällt Roggenbrot,
dann wären die NPs zwar immer noch morphologisch ambig und könnten als Subjekt oder Objekt fungieren, aber semantisch käme Roggenbrot nicht mehr als möglicher Experiencer in Frage. Warum nicht? Weil Prädikate ihren Argumenten sogenannte Selektionsbeschränkungen auferlegen. Das Prädikat Essen hat als Argumente ein Agens und ein Thema. Es beschränkt aber sein Agens-Argument auf solche Referenten, die belebt sind, und die Auswahl eines Themas beschränkt das Prädikat auf ein solches, das konkret und fest und so weiter ist. In dem Satz Klaus aß den Salat fusionieren nun die semantischen Eigenschaften der beiden NPs mit den Selektionsbeschränkungen des Prädikats Essen. Klaus und der Salat erfüllen die Bedingungen nicht nur, sie sind sogar noch spezifischer. Klaus ist nicht nur belebt, er ist sogar human. Und der Salat ist nicht nur konkret und fest, sogar beispielsweise auch noch organisch. Und gefallen selegiert einen Experiencer, der nicht nur belebt und wahrnehmungsfähig, wie alle Experiencer sein muss, sondern auch fähig zu einem ästhetischen Urteil sein muss. Das Thema muss dagegen wahrnehmbar, fühlbar oder denkbar sein. Im Satz Roggenbrot gefällt ihr, erfüllt das Roggenbrot die Selektionsbeschränkung für das Thema-Argument. Es ist wieder sogar spezifischer. Das Pronomen ihr hat unklare Referenz. Da wir davon ausgehen, dass der Satz in kooperativer Absicht getätigt wird und semantisch nicht irregulär ist, schließen wir auch, dass die Selektionsbeschränkung von Gefallen übertragen wir die Selektionsbeschränkung von Gefallen auf die NP ihr und gehen davon aus, dass der Referent von ihr sie auch erfüllt. In einem Satz wie Roggenbrot gefällt Holzscheiten, kommt es jetzt aber zu einem Konflikt. Holzscheite haben nicht die Eigenschaften, die nötig wären, um die Selektionsbeschränkung eines Experiencer-Arguments zu erfüllen. Wir empfinden diesen Satz also als semantisch irregulär. Uns fehlt allerdings auch ein Kontext, in dem dieser Satz semantisch regulär werden könnte. Generell sind wir sehr gut darin, in gemeinsamen Kommunikationssituationen die semantische Regularität aufrechtzuerhalten, das heißt für geäußerte Sätze sinnvolle Bedeutungen zu identifizieren. Der Ausdruck Kaffee kann Kaffeebohnen, Kaffeepulver und auch aufgebrühten Kaffee bedeuten. Die letztere Lesart beinhaltet dabei schon eine Bedeutungsverschiebung, nämlich eine Metonymie. Eine der beiden Hauptingredienzen, nämlich Kaffeepulver, steht für das aufgebrühte Getränk als Ganzes. Und so verstehen wir auch, sie trank Kaffee, weil in dieser Lesart die Selektionsbeschränkung des Prädikats Trink, dass eins seiner Argumente flüssig sein muss, erfüllt wird. Wir sind einfach gut darin, sinnvolle und die intendierten Lesarten zu konstruieren, indem wir im Zweifelsfall Bedeutungsverschiebungen vornehmen, sodass die Selektionsbeschränkungen durch Metaphern oder Metonymien verschoben werden. An diesen Beispielen mit Korrigieren hier sieht man, dass das Thema-Argument des Prädikats Korrigier ganz verschiedene Selektionsbeschränkungen aufweisen kann. Uns gelingt es meistens mühelos, die semantischen Spezifikationen der Argumente, die tatsächlich auftreten, mit den Selektionsbeschränkungen der Prädikate so zu fusionieren, dass tatsächlich konsistente, also sinnvolle Lesarten dabei herauskommen. Hier ein Beispiel, in dem uns das nur mit einer metonymischen Verschiebung gelingt. Nach ihrer überraschenden Einigung Mitte des Monats machen Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate Nägel mit Köpfen. Das Prädikat Nägel mit Köpfen mach erfordert ein pluralisches und humanes Agensargument. Wir finden in der Äußerung aber nur Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate. Das sind Staaten, keine humanen Akteure. Also schließen wir, dass die beiden Ausdrücke für die Staaten tatsächlich
für die humanen Regierungsvertreter stehen, damit die Selektionsbeschränkungen vom Prädikat, vom verbalen Prädikat erfüllt sind. Das heißt, wir opfern eher die wörtliche Lesart als den Gedanken, dass der Gesprächspartner unkooperativ ist. Und noch ein letztes Beispiel. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hofft nach der Einigung mit den Emiraten auf eine Annäherung an weitere Länder im Nahen Osten. Annäherung erfordert, dass das Argument, das sich annähert, sagen wir I für Israel, konkret ist und sich im Raum bewegt. Das Ziel der Annäherung muss ebenfalls konkret und im Raum sein, allerdings eher unbewegt. Wir wissen natürlich, dass der Staat Israel sich nicht im Raum an andere Länder annähert. Stattdessen würden wir die Annäherung metaphorisch verstehen, etwa im Sinne von Kommunikation heißt Nähe, so dass wir Annäherung als Kommunikation intensivieren verstehen. Das heißt, wir sind in Bezug auf die Prädikation in einem Satz sehr geübte Sinnhersteller. Für uns sind die Äußerungen in einem kommunikativen Kontext entweder ohne Bedeutungsverschiebungen konsistent oder semantisch regulär interpretierbar, wie in Roggenbrot gefällt ihr, oder sie sind mit Bedeutungsverschiebungen konsistent interpretierbar, wie in den Beispielen mit Israel, oder sie sind nur mit unkonventionellen Bedeutungsverschiebungen ohne semantische Irregularität interpretierbar, wie in Roggenbrot gefällt Holzscheiten. Wir müssten uns schon Holzscheite, etwa im Cartoon-Look, vorstellen, die humanoid und fähig zu ästhetischen Urteilen sind. Bernd das Brot und SpongeBob lassen grüßen. Diese drei Szenarien von eben bilden also eine Skala der semantischen Regularität bzw. der abnehmenden Leichtigkeit, mit der wir angemessene und konsistente Interpretationen vornehmen können. Und damit sind wir für heute am Schluss. Ich danke Ihnen einmal mehr für Ihre Aufmerksamkeit und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.